Guck mal, die Möbel stehen jetzt in die neueste Hemme. Aha, ja, ich habe die Naht in die neueste Hemme das erste Mal geschlurft, ja. Also, ich habe richtig geschlurft, obwohl ich immer, wenn irgendwas war, direkt an mir so gucke, verstehst? Ja, weil hier gibt es viele Geräusche, die ich noch nicht kenne. Aber das kriege ich andere raus, hat mein Fräulinchen gesagt. Mein Fräulinchen, die hat gar nichts mitgekriegt. Die war wie ein Stein, ja, ja. Die konnte sich nicht mehr bewegen. Und mein Herrscher, der hat noch nicht immer mehr geschnarcht, so platt war der. Ja, die Geräusche kenne ich. Aber da hat er nichts gemacht. So, und jetzt müssen hinten die ganze Kiste noch ausgepackt werden. Und im Keller stehen jetzt ganz viele Kisten. Keine Sau weiß mehr, also kein Zweibeiner weiß mehr, was in der Kiste drin ist, weil mein Fräulinchen nichts hingeschrieben hat. Ja, selbst schuld. Weil Andrea hat gesagt, die schwierige Tochter von uns, die hat gesagt, hättest du alles auf die Kiste draufgeschrieben, wischt es. Ja, jetzt muss er alles aufmachen und gucken. Mein Herrscher hat gesagt, wenn die Kiste nicht aufgemacht werden, dann ja, werfen wir sie weg. Ja, hat mir Freundin gesagt, bin ich denn du bekloppt? Also Freunde, jetzt wird es noch eine Zeit lang dauern, bis wir hier Ordnung haben. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall bis auf eine winzige Kleinigkeit noch schon in der Neuwohnung. Na, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ein schöner Tag, weil heute läuft hier bei uns gar nichts. Überhaupt nichts. Frau Lindsay hat gesagt, sie hockt sich nur noch auf den Sessel und macht die Augen zu. Ja, hat sie gesagt. Die muss aber mit mir noch eine Runde gehen. Also bis dann. Tschüss, euer Merlin aus der neuen Wohnung.